Ho, 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 meine lieben Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Uncharted 3 Live-Commentary auf meinem Kanal heute an Heiligabend. Denn ich habe mir gedacht, du hast so lange nichts gebracht, ja? Und wenigstens an Weihnachten kannst du ein neues Video bringen. Und es ist kein Special, es ist ein stinknormales Live-Commentary. Aber das seid ihr ja von mir gewohnt. Und deswegen ist es jetzt auch gut so, ne? Was habt ihr erwartet? Ganz ehrlich. Nein. Es ist kein Road to Prestige. Ich spiele heute wieder ganz einsam alleine, denn ich habe keine Freunde. Ihr wisst das ja. YouTuber haben generell keine Freunde, ne? Das wollte ich jetzt nur mal so offen sagen. Ja. Und wir spielen heute mal ein bisschen Teamziel, da es nicht so abgeht da, ne? Da ist eher so alles ruhig. Und deswegen spielen wir Teamziel, ja? Weil erst wollte ich offenes Spiel spielen, ne? Aber. Ja, nee, da würde ich mich blamieren. Also ganz ehrlich, nee, das will ich nicht. Und hier kann ich wenigstens die Schuld auf andere schieben, ne, wenn wir hier verlieren. Ne? Was ja generell nicht vorkommt, ne. Ja, es sieht mal wieder so aus, als würden wir in irgendein Spiel reingeworfen werden. Das ist ja auch ganz gut so, eigentlich. Dann ist das Spiel kürzer. Wen haben wir heute wieder dabei in unserem Team? Ihr seht schon wieder, oh, die Besten der Besten sind wieder am Start hier. Ihr seht es. Wir gucken mal kurz auf die Statistiken. Oh, 0, 0, 0. Ach ja, Buggy, Buggy. Einer ist schon wieder rausgegangen, ne? Der hatte auch keinen Bock mehr. ja, das sind auf jeden Fall Pros im Gegnerteam. Ja, geile Sache. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ich werde mich heute nicht aufregen. Ich werde mich zumindest bemühen. Ich habe lange Zeit nicht mehr gespielt. Also erwartet nicht allzu viel von mir. So, und wir sind direkt im Spiel drin. Ich bin ein einsamer Wolf. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe keine Freunde. Und das ging ja schon mal ganz gut mit dem Aim. Alles klar. Der Crazy Monkey irgendwas ist gerade markiert. Wir werden ihn mal schnell töten, um uns hier ein paar Punkte zu... Was macht der denn da? Geh mal weg, ey. Ich hasse dich. Du bist scheiße. Und ich habe dich gekillt. Das war ja wohl nichts. Ja. Und ich muss noch mal kurz was sagen zu dem Road to Prestige. Ich habe neulich auf meinem Account, auf meinem zweiten Account Dönerschneider gespielt. Oh, was ist jetzt los mit meiner Stimme hier? Moment mal. So, als wir bestens. Ja, da habe ich gespielt mit einigen Leuten und vielleicht wundern die sich, dass kein Video kommt. Ich habe das Ganze auch aufgenommen, also wundert euch, also ich habe es aufgenommen. Leute, ne? Ja, da war einer, ich weiß. Mhm. Okay, ich sag mal nichts. Ich habe das Ganze aufgenommen, aber hatte davor dummerweise mal wieder ein bisschen rumexperimentiert bei meinem PC hier, um Abstürze zu vermeiden. Und das war nicht so gut. Da habe ich nämlich die, was habe ich da umgestellt? Da habe ich die Anzahl der Prozessoren, der Prozessorenkerne, die da irgendwie zu meinem Programm da gehören, keine Ahnung wie. Ich habe da irgendwas umgestellt bei den Prozessorenanzahl oder so, keine Ahnung. Und deswegen leckte mein Programm dann richtig abgrundtief und da kam kein schönes Bild zustande. Auf keinen Fall, ja. Das konnte ich euch nicht zumuten. Und natürlich war es auch so, dass ich das wieder am Ende der Aufnahme bemerkt habe, ja, glücklicherweise. Und dann war diese ganze Scheiße schon wieder futsch. Da regt sich aber einer auf hier. Das finde ich ja witzig. Ja. So war das damals. In 2013 noch. Ich sag euch jetzt schon mal, 2014, das wird das MDG-Jahr, ne? MDG wird das Jugendwort des Jahres 2014. Oh, was ist denn hier los, Mensch? Oh, es geht um Punkte, ne? Es geht um Punkte. Wir müssen hier nicht gut sein, eigentlich. Aber wir sollten mal Punkte machen. Ich habe ja schon ein paar gemacht. 16 an der Zahl. Die anderen noch gar nichts. Wen überrascht das denn schon auch? Ja, Leute, ihr müsst da auch mal drauf gehen. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Also ganz ehrlich. Oh, jetzt bin ich daneben gesprungen. Mist. Hm. Okay, hallo. Hm. Hi. Okay, der Beste ist schon mal raus. Komm, rauf da. Was macht der denn da? Ist der blöd? Ich glaube das nicht. So, wir haben das Ganze noch überlebt. Immer schön in die Ecke springen. Das ist meine Taktik. Meine Strategie. Baller doch da drauf, Kollege. Baller bitte da drauf. Leute, alles muss man selber machen. Ich sag's ja.
Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Hallo. Okay, alles klar. Den haben wir dann auch erledigt. Beziehungsweise, wir haben ihn nicht erledigt. Doch, wir haben ihn erledigt. Und nicht ich. So, wir machen wieder Punkte. Das sieht gut aus. Wir werden das Ganze hier noch umreißen. Das habe ich gerade eben beschlossen. Oh, Hilfe. So, komm, weiter Punkte machen. Scheiß drauf, ob wir sterben oder nicht. Jawohl. Mensch, es läuft aber ganz gut dafür, dass ich hier in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt habe. In letzter Zeit habe ich ein bisschen was gespielt, ne? Aber da war ich nicht sonderlich gut. Deswegen bin ich jetzt hier gerade richtig überrascht. Okay, perfekt. Läuft bei uns auf jeden Fall. Kommt da einer? Ach, von uns, alles klar. Gut, uns fehlen noch ein paar Punkte. Oh, okay, den haben wir auch. Mensch, ich bin heute ein super Verteidiger. Und Punktemacher und alles. Ich bin all in one. Ich bin der Gret. Okay. Ah, da ist noch ein Gegner. Den erledige ich auch schnell mal. Oder auch nicht. Egal. Aber den. Nein, den. Okay, ich muss nur noch verteidigen. Ich muss nur noch verteidigen. Mist, jetzt bin ich tot. Scheiße. Wie lange geht's noch? Oh, da können sie noch Punkte machen. Mist. Aber wir haben ja zum Glück wieder im Sattel drin. Da können wir schnell respawnen und wieder drauf gehen. Komm, wir müssen es verteidigen. Jo, super. Komm, Punkte machen, Punkte machen. Wir müssen auf die sichere Seite hier gelangen. Wir müssen uns da sicher sein, dass wir das hier noch gewinnen. Ah ja, alles klar. Okay. Alles klar, haben wir alles hier. Ja, super. Super Tittenaffen, geil. Okay, das haben wir nochmal gewonnen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Da haben wir nochmal richtig draufgehauen, aber jetzt Revierkampf, das wird schwierig, obwohl wir hier schon direkt im Gebiet sind. Weil ich wieder solche unterbelichteten hier Mitspieler habe. Ich möchte hier niemanden beleidigen, aber das ist einfach der Wahrheit. Aber wir machen hier schon mal Punkte, Simon auch Punkte. Wir können hier ein bisschen mal runterballern, wir unterstützen die mal ein bisschen. Oh, das war ja wohl gar nichts. Okay. So geht das auch nicht. Komm schon. Gibt's doch gar nicht hier, was ist los? Wir können auch mal zu 2 gehen. Ich gehe mal zu 2. Es sind ja mehrere Gebiete hier noch. Wir müssen uns nicht nur auf das eine da konzentrieren oder auf die beiden, sondern auch mal hier die Gegner hinlocken. Alles klar, ich habe eine Megabombe. Perfektomatico. Ah, wo sind die Gegner? Jetzt trauen sie sich nicht, ne? Ich kann auch einfach dieses Gebiet hier alleine halten. Das geht voll und ganz klar hier. Die Gegner, die sind nun auch nicht so die Welt gut hier alles, ne? Die sind jetzt auch nicht so Ultra-Weltraum. Von daher geht das alles klar. Und das sieht gut aus für uns. Ich werde mal bei 3 eine Megabombe reinwerfen, weil ich es einfach kann. Und ich wüsste, wo die Gegner sind. Ach, Hallöchen. Hier wird gar nichts eingenommen. Ah, das hat sich ja gelohnt. Okay. Dann werden wir wieder mal die 3 einnehmen. Ich glaube, in Gebiete einnehmen sind die nicht so gut, die Typen. Die wollen eher Kills machen, die Vollidioten. Haben sie sich wieder den falschen Modus ausgesucht? Naja. Dummheit tut halt weh. Okay. Dann bin ich wieder hier bei 2 am Verteidigen. Bei 3. Jetzt gehe ich zu 2. Werde ich da wieder hin einnehmen und verteidigen. All dies, all das, was man hier so machen kann. So, einmal zurückgeworfen. Gekonnt das Ganze wieder. Zeig deinen Kopf, du Elender. Alles klar. Okay. Den haben wir gekillt. Super. Wir machen mal ein bisschen Punkte hier. Wir haben alle Gebiete. Können uns glücklich schätzen. Ich glaube, das Ganze werden wir noch gewinnen. Ist ja auch wieder schön. Ein Sieg an Heiligabend. Besser kann es doch gar nicht sein. Alles klar. Ich werde jetzt auch nicht großartig über Weihnachten sprechen und so. Also über hier, was bekomme ich, was bekommt ihr? Das muss ja jeder wissen und so, ne? Nee, geht da mal lieber zu den anderen Kommentatoren, ne? Die machen schöne themenbezogene Commentaries. Da geht es alles besser. Ist ja nicht so meins, ne? Ihr wisst es ja. Mensch, der hat aber ein komisches Headset hier. Hört sich ganz komisch an. Wir können mal zu 1 gehen, obwohl der ist nur ziemlich nah. Da haben wir das Ganze gewonnen. 19-4. Ganz gut. Und die meisten Punkte, obwohl wir wieder nachgejoint sind. Wir sind einfach die Besten der Besten, ne? Wir sind einfach der Gret. Okay. Jetzt sind wir bei 10 Minuten. Standardmäßig würde ich jetzt sagen, tschüss.
Und das mache ich auch, denn es ist ein ganz normales Commentary. Und ich verkaufe das einfach als Weihnachtsspecial. Mann, bin ich eine Sau, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Falls wir uns nicht mehr hören, ich muss gucken, was ich hier noch mache jetzt in diesem Jahr. Da gibt es ja jetzt nicht mehr so viele Tage zur Auswahl, wo man was machen könnte. Ich könnte noch ein bisschen produktiv sein oder ich lasse es einfach. Ich weiß es nicht. Ich muss überlegen. Dann wünsche ich auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ihr wisst ja, ne? Nächstes Jahr, das wird mein Jahr, ne? Da werdet ihr, boah, also, wenn ihr wisst, ne, was da auf euch zukommt, ne? Zum Beispiel das 500 Abonnenten-Special, das kommt da, ne? Meine Fresse, das wird geil. Ja, das, oh Gott, ey. Ich hab's immer noch nicht angefangen, aber es wird geil. Es wird geil. Ist auch gar nicht mehr lange hin, ne? Wir haben ja jetzt schon 480. Ich hab schon 480. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Aber, weiß ich nicht. Okay. Also, schöne Feiertage noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.